Hallo ihr Lieben, wir möchten euch heute mal einen Campingplatz vorstellen, der ein bisschen anders ist als die Campingplätze, die wir sonst immer zeigen. Wer jetzt hier einen 5-Sterne-Campingplatz erwartet, hier mit, weiß ich nicht, Sauna, Landschaft, Spa und alles, was dazugehört, das ist hier nicht. Aber wer zur Ruhe kommen möchte, Entspannung möchte, bei einer ja, relativ guten Infrastruktur, direkt am Strand des Scharmützelsees, welcher übrigens, glaube ich, 2014 zum schönsten See Deutschlands gewählt worden ist, der sollte dranbleiben, denn dieser Campingplatz, den müssen wir euch mal vorstellen, hier den Campingplatz am Scharmützelsee, direkt am Ufer. Orientierungsplan der Ferienregion am Scharmützelsee. Radfahren, Wandern, Baden, Wassersport, Angeln, Entspannen, Schlemmen, können wir bestätigen. Wir haben hier den Scharmützelsee. Hier ist Wendlich Rietz, da sind wir, hier ist auch der Campingplatz. Eine Umrundung um den Scharmützelsee, dem Fahrrad, Pi mal Daumen 30 Kilometer, ein bisschen mehr, Bad Saro hier im Norden. Super Anbindung von der Autobahn 12, Bad Saro oder Storkow. Und wie ich schon sagte, viele, viele Möglichkeiten mit Bootsverleih, mit Fahrradverleih, viele Fahrradwege, Wanderwege. Bad Saro hat einiges zu bieten. Und von daher ist hier ist wirklich perfekt, wer die Einfachheit und die Ruhe ein bisschen mag, hier Urlaub zu machen. Das ist jetzt hier die Zugfahrt zu dem Campingplatz. Ihr habt hier rechts so eine Art Anreisespur. Wichtig zu wissen ist, ihr könnt nur bis 13 Uhr oder ab 15 Uhr anreisen. Dazwischen ist Mittagspause. Ja, wenn ihr Spanne habt oder Leute besucht, könnt ihr hier natürlich auch abparken gegen eine kleine Gebühr. Ich finde ja immer noch, der Campingplatz hier ist wirklich der Hammer. Ja? Wir zeigen euch mal unseren Stellplatz. Wobei Stellplatz, hier ist nicht parzelliert. Aber der Mann, der freundliche Mann oder die Leute aus der Rezeption, die führen dich hierher und sagen dir genau, wo du abparken sollst. Und wir haben hier etwa gigantisch großen Platz erwischt, aber ich glaube, die sind hier alle so. Ihr seht hier die Fläche, die wir zur Verfügung haben. Hier stellt sich auch keiner hin. Und ihr habt hier nicht direkt am Platz, doch direkt am Platz Strom. Zeigen wir euch gleich mal, wo er ist. Und dort habt ihr sogar noch einen Wasseranschluss. Zeigen wir euch mal hier. Das ist der Wasseranschluss. Und wenn wir jetzt mal schwenken, wir hätten auch den Strom von hier nehmen können. Da ist ja, ihr seht ja, da ist ein Stromkasten. Aber wir haben den Strom von dort bekommen. Der wird auch hier direkt angeschlossen. Und dann haben wir uns hier rumgelegt und hier stehen wir. Also der Platz ist schon schön. Ihr habt hier die Möglichkeit der Wahl zwischen sonnige Plätzchen und schattige Plätzchen oder gemischte, ist hier sehr viel Kiefer. Wir haben gesagt, wir wollen gerne Sonne. Der Strand ist ungefähr 50 Meter weg zum Scharmützelsee. Wir stehen hier wirklich sehr gut und wir haben ein sonniges Plätzchen. Wir sind mit dem Platz hier wirklich sehr zufrieden. So, noch eine ganz kleine Info. Strom ist zwar vorhanden, kostet aber extra, ist nicht in dem Preis mit drin. Und der Strom kostet hier 80 Cent die Kilowattstunde, wird abgerechnet, indem ein freundlicher Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin euch den Strom anschließt, den Zählerstand notiert auf dem Zettel und dann wird am Ende abgerechnet. Gut, 80 Cent, okay. Zelter, die hier sind, also der ein Zelt hier übernachten will, der muss pauschal 5 Euro pro Tag zahlen. Jetzt war ich gerade mal in dem Waschhaus drin und habe es mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Groß, hat Platz, also hier ist kein Stau, viele Toiletten und viele Duschen. Alles vorhanden, einfacher Standard, aber sehr, sehr sauber. Hier wäre so ein Stellplatz in der ersten Reihe. Faszinierend an dem Campingplatz, was wir persönlich gar nicht kennen, ist ganzjährig geöffnet. Ist er? Das ist noch nicht faszinierend. Aber egal, wo du stehst, es ist immer der gleiche Preis. Hier gibt es also keine Kategorien weiter hinten, weiter vorne. Kann man sich einfach merken. Ein Wohnmobil kostet hier 11 Euro am Tag und jede erwachsene Person 8 Euro. Mit anderen Worten, wir beide und das Wohnmobil haben 27 Euro bezahlt. Egal, ob ich im Winter stehe, im Sommer, im Herbst. Völlig egal. Egal, wo ihr steht und wann ihr steht. Immer der gleiche Preis. Kinder übrigens 4 Euro. Hunde sind erlaubt. Ich meine, wie viel? 3,50. 3,50.
Also vom Preis her ist es relativ einfach. Da müsst ihr nicht lange suchen. Ihr wisst, Wohnmobil 11 Euro, ein Erwachsener pro Person 8 Euro, Kind 4 Euro. Egal welche Jahreszeit, egal wo ihr steht. Wir haben auch eine wunderschöne große Badewiese mit vielen Bänken. Und was ich auch besonders gut finde, Toiletten vor Ort. Guckt euch mal an, wie herrlich klar das Wasser hier ist. Und man muss ganz schön weit reinlaufen, um ein bisschen Tiefe zu gelangen. Guck mal, da hinten Denise, die steht noch. Ja, ihr seht also die Entfernung hier vom Ufer, das ist schön. Ja, und jetzt schwimmt sie ihre Runde. Heute ist das Wetter nicht ganz so prickelnd. Also es ist trocken, es ist nicht kalt, aber es ist halt sehr bedeckt. Und deswegen haben wir heute eine Fahrradtour gemacht. Und wir wollen den Scharmützelsee umrunden. Von unserem Campingplatz einmal um den Scharmützelsee rum sollen ca. 30 Kilometer sein. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja, erster Stopp auf jeden Fall hier ist Bad Saro. Und die Gemeinde Bad Saro umfasst im Grunde den Scharmützelsee. Ja, und Bad Saro ist halt ein Kurort, wie der Name schon sagt. Und von hier aus kannst du doch auch das ein oder andere unternehmen. Denn von hier aus hast du eine Dampferanlegestelle. Könnt damit eine schöne Rundfahrt machen über den Scharmützelsee. Auch von anderen Orten hier am Scharmützelsee. Da legen die immer an. Dann gibt es so 2 Stunden Rundfahrten. Und bei schönem Wetter ist das eine tolle Sache. Ja? Ja, ansonsten 2 Badestrände fällt mir ein. Ja, ein Beachvolleyballfeld. Wir haben hier die Therme natürlich. Also im Grunde kann man hier schon eine Menge unternehmen. Zum Scharmützelsee selber. Der wurde schon von Theodor Fontane Märkisches Meer genannt. Das ist der zweitgrößte natürliche Binnensee Brandenburgs. Der ist etwa 10 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 1500 Meter breit. Und das glasklare Wasser haben wir euch ja schon vorhin gezeigt im Video. Nee, hier lässt sich's wirklich aushalten. Und vor allen Dingen hier in meinem Blickfeld, deswegen gucke ich so manchmal woanders hin, da ist schon wieder so eine Art Strandbar. Ich finde das schön. Komm, wir gehen jetzt mal was trinken und dann fahren wir einfach weiter, oder? Thank you.
Ist doch wirklich eine schöne Aussicht, oder? Die Fahrradstrecken sind rund um den Scharmützelsee wirklich außerordentlich gut ausgebaut. Und wir finden hin und wieder sogar Auflademöglichkeiten für die E-Bikes hier. Ja, das ist hier der Ferienpark am Scharmützelsee. Da heißt es so, Ferienpark Scharmützelsee in Wendischried. Hier kannst du dir Häuser mieten oder Apartments. Hier sind auch Restaurants drin. Hier ist eine Saunalandschaft. Also ist auch relativ bekannt hier in der Gegend, dieser Ferienpark am Scharmützelsee. So, ihr Lieben, unsere Fahrradtour ist zu Ende. Wir haben den Scharmützelsee umrundet, tatsächlich 32 Kilometer. Genau, können wir bestätigen. Ja. Aber eine schöne Tour. Schöne Radwege. Ja. Ganz viel sehen, viele kleine Badestrände oder Picknickplätze. Ja. Richtig, kann man echt schön mit Pausen verbinden. Hat Spaß gemacht. Ja. Und jetzt sind wir wieder in Wendischried. Richtig. Wir sitzen vor dem Ferienpark, den wir euch gerade gezeigt haben. Und ihr seht im Hintergrund schon wieder einen Strand. Und unser Campingplatz gehört auch zu Wendischried. Der ist von hier aus in etwa einen Kilometer vielleicht weg. Mhm. Na? Und hier in Wendischried, hier an dem Strand, hier haben wir eine Dampferanlegestelle für Schiffrundfahrten. Wir haben Bootsverleih, wir haben Restaurants, wir haben Kiosks. Also hier findet man alles, was so das Freizeitherz begehrt, richtig? Super, ein Saunapark, ja. Viele extra auch deshalb schon hier anreisen. Der soll ziemlich gut sein, der Park, aber wir haben ihn jetzt nicht getestet. Das Wetter war uns zu schade, um uns reinzusetzen. Satama, ne? Satama, genau. Richtig. Und da jetzt auch unser Urlaub zu Ende geht, wir gehen jetzt noch was essen, nehme ich mal an, aber wollen wir jetzt noch mal ein paar Wörter über den Campingplatz verlieren? Schwarzhorn. Schwarzhorn? Klingt zwar nicht charmant. Schwarzhorn am Scharmützelsee. Aber er hat seinen Charme, ja, der Campingplatz. Genau, Campingplatz am Scharmützelsee, Schwarzhorn. Der einzige Campingplatz, glaube ich, hier am Scharmützelsee. Mhm. Wir haben heute auch keinen weiteren entdeckt. Nee. Nein. Strandlage, toppi. So, jetzt zeige ich euch mal, was dieser Campingplatz nicht hat. Fast alles, ne? Also er hat kein Restaurant, er hat keinen Minimarkt, er hat keine Sauna, er hat keine Animation, er hat im Grunde kein Pool. Kein Pool. Also im Grunde erstmal, dass man sagt, oh, er hat nichts. Aber was er hat, Ruhe, Entspannung. Er ist sehr einfach, er hat auch Tradition, ist auch ein alter Platz, aber dafür ist er sehr, sehr sauber und gemütlich. Und wer einfach Erholung möchte, der kann sich da bedenkenlos einmieten und wenn er ein bisschen Action will, läuft er halt einen Augenblick und dann ist er hier, wo wir gerade sitzen. Hier ist ein bisschen mehr los, aber der Campingplatz selber, der ist einfach, aber es gibt gar nichts zu meckern. Ne? Nein, der ist ja sehr naturbelassen, wer das liebt. Also uns gefällt das immer sehr, wenn das nicht parzelliert ist, sondern alles ein bisschen offen und frei und ja, so ein bisschen leichte Hügel sind mit dabei und trotzdem steht man aber gerade, also das schon. Aber so ein bisschen, ja, ganz leicht terrassenförmig ist der auch angelegt. Das hat auch immer seinen Charme, ja, finde ich, ne? Platz, hohe Kiefern, ja, aber auch sonnige Plätze. Sonnig, ja, oder schattig, wie man möchte, alles Strom, dabei. Wasser, ja. Ein Waschhaus. Ja, halt nur ein Waschhaus. Mehrere WCs in Containern, aber wirklich sauber und gepflegt. Also muss man auch wirklich sagen, ist jetzt hier nicht irgendeine Absteige. Ist ein einfacher Campingplatz, super Personal, alle freundlich, alle nett. Das hat hier wirklich Spaß gemacht. Ja, ja? Wenn man das weiß. Ja. Und dennoch hierher möchte, kann man das wirklich empfehlen. Und diesen Campingplatz, den haben wir nicht das letzte Mal besucht, war nämlich schön. Mhm. So, für uns geht's jetzt nach Hause. Jo. Ja. Euch auch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.